Galileo-Reporter Fabian soll einen Film über ADHS drehen. Das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Praktisch, er hat selbst. Unpraktisch, wir müssen ihn immer wieder daran erinnern, dass wir mit dem Film auch mal vorankommen müssen. Man müsste vielleicht mal anfangen. Solche Vögel wie der, die prokrastinieren halt nur. Was denn? Ist doch so. Da könnte was dran sein. Fabians Drehbuch ist noch komplett leer. Aber stimmt der Mythos, dass ADHSler prokrastinieren, also Aufgaben ständig vor sich herschieben? Also das Schlimmste an dem Beitrag war eigentlich das Anfang. Ich habe es die ganze Zeit vor mir hergeschoben und die ganze Zeit prokrastiniert. Typisch ADHSler halt. Mein Problem ist, dass mein Gehirn einfach nicht so priorisieren kann. Das wollen wir genauer wissen. Schauen wir doch mal da rein. Gehirne lieben Dopamin. Das ist eine Art Belohnungsstoff. Und normalerweise kann ein Mensch das selbst ganz gut managen. Es entsteht, wenn uns eine Tätigkeit Spaß macht oder wir ein Ziel erreichen. Danach baut es sich langsam wieder ab, bis uns etwas Neues Freude bereitet. Aber bei Fabian läuft das ein bisschen anders ab. Das hier ist nämlich nicht mein Gehirn. Das ist ein normales Gehirn. So sieht's eher bei mir aus. Von außen sieht Fabians Kopf ganz ruhig aus. Aber drinnen gibt's eine Disco. Ich habe meinen Psychiater Dr. Ulrich Rothfelder besucht und der hat mir mal erklärt, was in meinem Hirn eigentlich abgeht. Der ist nämlich Facharzt für psychosomatische Medizin. Und mein Psychiater. Sie denken zwar, dass ich respektlos bin, aber ich hab einen sechsten Sinn. Hör, wie du erzählst, vertieft ins Gespräch. Doch guck mal, ein Schmetterling. Also ADS oder ADHS ist sozusagen ein Synonym eigentlich für eine Stoffwechselvariante bzw. Störung im Frontalhirn. Und die besteht darin, dass die Weiterleitung von Informationen zwischen zwei Zellen durch Botenstoff Dopamin erfolgt, die aber sozusagen gestört ist. In Fabians Gehirn kommen die Belohnungsstoffe oft nicht an. Deswegen fühlt er sich oft unbefriedigt und unruhig. Und wenn sein Gehirn nicht rechtzeitig belohnt wird, lenkt sich Fabian mit Dingen ab, die genau dieses Bedürfnis befriedigen. Gecheckt. Hibbeln, wackeln und rumspielen. Was ist dran am Vorurteil, dass ADHSler total hyperaktiv sind? ADHS äußert sich bei jedem ein bisschen anders. Manche sind eher verträumt, andere total nervös. Die Forschung ist sich bis heute nicht ganz sicher, warum das so ist. Im Kopf kann man es nämlich nicht beobachten. Phänomen ist ja, wenn es eben mit ADS zu tun hat, dann ist es etwas, das ich nicht entscheiden kann. Ich kann dann also nicht sagen, ich will jetzt ruhig sein oder ich will eben jetzt lebhaft oder übertrieben aktiv sein, sondern es ist eher umgekehrt. Das heißt, ich bin so, wie ich jetzt bin. Und wenn ich das ändern will, fällt mir das schwer. Ja, mal bin ich eben hyperaktiv, mal nicht. Manchmal habe ich das Haar, manchmal eben nicht. Das Haar haben. Damit meint Fabian das Haar in der Abkürzung ADHS, Hyperaktivität. Und die hat eben nicht jeder. Deswegen schreibt man es auch manchmal in Klammern. Trotzdem, ruhige Arbeiten sind knifflig für Fabian. Beim Drehbuchschreiben will er sich die ganze Zeit bewegen. Wenn er sich aber körperlich beschäftigt, hilft es ihm, sich besser zu konzentrieren. Deswegen habe ich oft bei ruhigen Arbeiten einen Fidget Spinner oder einen Stift in der Hand, damit ich irgendwie mich eben bewegen kann und motorisch ablenken kann, ohne dass es mich inhaltlich irgendwie vom Thema ablenkt. Apropos lenken. Fabian versucht oft, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Woran liegt das? Sind ADHSler einfach ein wenig selbstzentriert? Ja und nein. Es ist so, dass es gibt eine Form von Autismus-Spektrumsstörung bzw. Asperger-Syndrom, die bei ADS häufiger vorkommt. Und wenn Betroffene sozusagen das haben, dann wirken die oft so, als würden sie arrogant sein oder sich nicht interessieren für bestimmte Sachen bei anderen. Aber wie wir gelernt haben, sind ADHSler sehr dopamingesteuert. Und das kann positive Effekte auf zwischenmenschliche Beziehungen haben. Ein riesiger Vorteil für mich ist, dass ich mich wahnsinnig schnell für Dinge begeistern kann. Eben nicht nur für meine eigenen, sondern auch für die meiner Freunde, meiner Familie, völlig egal was. Es gibt aber auch das Gegenteil, dass ADHSler sehr empathisch sein können und sehr mitfühlend und auch sehr hilfsbereit. Also, wenn ADHSler mal nicht genau zuhören, meinen sie es nicht so. Auch wenn sie uns ab und zu auf den Keks gehen können. Aber dieser Film muss jetzt langsam fertig werden. Du vergisst jedes Mal irgendwie etwas. Ja, vergesse zum Beispiel meinen Text. Mein Gedächtnis ist einfach manchmal wie ein Sieb.
Deswegen auch in Gesprächen lenke ich da manchmal gerne auf Themen aus meinem eigenen Leben ab, weil ich oft vergessen habe, was der mir gegenüber 2 Tage vorher noch gesagt hat. Das geht uns ja, glaube ich, allen so. Wir merken, wir können schon feststellen, ob wir oder zumindest das Gefühl haben, dass sich der andere für unsere Belange, die wir gerade vielleicht haben, interessiert oder ob es einem eher wegnimmt, um dann wieder zu sich zu kommen. Das wird ja dann ja eher als vielleicht eben Desinteresse oder mangelnde Empathie interpretiert. Ich höre da manchmal sowas wie du und deine Demenz oder du und dein Alzheimer. Und gerade wenn das Freunde sagen, die mir eigentlich auch irgendwie nahestehen und die genau wissen, dass ich ADS habe, dann nervt es einen schon besonders. Nächster Mythos. ADHSler sind krank und können geheilt werden. Nein. Nein. Das ist ein relativ wichtiges Thema. Dadurch, dass es als eine Krankheit definiert werden kann oder als Krankheit sozusagen diagnostiziert werden kann, es per se sozusagen allen als Krankheit aufstempelt, weil viele sagen, ich fühle mich nicht krank, sondern ich bin halt so, wie ich bin und bin ganz gerne so auch. Ne? Bei dem Wort Krankheit denkt man oft an irgendetwas, was weg soll, weil keiner möchte ja krank sein. Ich möchte aber mein ADHS gar nicht loswerden. Auch wenn Fabian sagt, er ist nicht krank, nimmt er, um sich in der Arbeit besser konzentrieren zu können, Medikamente. Morgens Elvanse und tagsüber, je nach Bedarf, Medikinet. Es fühlte sich so an, als wäre all mein Wissen auf einmal in Ordner sortiert und ich konnte das Wissen viel schneller abrufen. Mir ging es die ersten Wochen zwar körperlich nicht so gut, aber danach ging es mir viel besser. Wie genau wirken jetzt diese Pillen? Also dieses Methylphenidat? Also wie wirken jetzt diese Pillen? Dadurch, dass sich der Stoff, also dem Dopamin ähnelt, wird er eben von den Rezeptoren in diesem Spalt, in dieser Zelle aufgenommen und damit werden diese Rezeptoren blockiert. Und damit ist der Rücktransport von diesem Dopamin erschwert. Bleibt also längere Zeit im intersynaptischen Spalt, erhöht damit die Konzentration und verbessert damit sozusagen die Informationsweiterleitung. Elvanse wirkt da relativ ähnlich. Im intersynaptischen Spalt wird vermehrt Dopamin freigesetzt. Das sorgt für eine erhöhte Konzentration und unterdrückt Impulse. Und wie wirken diese Medikamente bei Menschen ohne ADHS? Okay. Mir hat in der 5. Klasse tatsächlich mal ein Klassenkamerad, der kein ADHS hatte, eine 20 Milligramm Medikinet-Tablette geklaut. Naja, die Folge, wach war er. Denn jetzt nahm er nämlich überdurchschnittlich viel wahr. Das war aber eher etwas überfordernd für ihn als irgendwie nützlich. Wie eine Überdosis Koffein. Also Leute, missbraucht keine Medikamente und hört auf euren Arzt. Fabi, du weißt schon, dass wir noch nicht fertig sind, ne? Sorry, ich komme ja schon. Nächster Mythos. ADHSler sind faul und unorganisiert. Also vergesslich, ja. Faul, definitiv nicht. Dann müsstest du dich halt einfach ein bisschen besser organisieren, oder nicht? Tu ich doch. Im Alltag schreibt sich Fabian jedes noch so kleine Detail auf. Erzähl doch mal, was du machst, wenn du irgendwo ein Auto parkst. Dann bin ich sehr organisiert. Willst du das? Ja, weil wenn ich mein Auto parke, dann fotografiere ich entweder das Hausnummernschild ab oder setze mir eine PIN auf Google Maps. Und weil ich so vorausschauend bin und weiß, dass Google Maps manchmal automatisch einfach die PIN löscht, mache ich sogar einen Screenshot. Bei Kleinigkeiten kann sich Fabian ganz gut selbst organisieren. Aber in der Arbeit oder im Haushalt fällt ihm die Entscheidung, was als erstes dran ist, wesentlich schwerer. Hier kommen dann die Medikamente ins Spiel. Die helfen mir, Stück für Stück nach und nach eine Arbeit und einen Task nach dem anderen zu erledigen und einen Haken dahinter zu setzen. Wäre auch schön, wenn es so wäre, ne? Wer hat dich eigentlich eingeladen? Nächster Mythos. ADHS tritt nur bei Jungs im Kindesalter auf. In Deutschland haben 5% der 3- bis 17-Jährigen ADHS. Dabei werden Jungen 4-mal häufiger diagnostiziert als Mädchen. ADHS kann nicht vererbt werden, aber die Veranlagung dafür. Was man denn häufiger sieht jetzt oder in der letzten Zeit etwas betont, ist, dass viele Frauen als Kinder nicht erkannt werden, weil sie eben ruhig sind, introvertiert, vielleicht verträumt sind und damit nicht stören im Vergleich jetzt zu Jungs, die hyperaktiv sind und sozusagen keine Ruhe geben können. Also ich kann nur sagen, dass ich zwar männlich bin, aber auch der bisher Einzige mit ADHS in meiner Familie. Du bist doch bestimmt der Einzige in der Familie, der seine Umwelt beschränkt wahrnimmt, oder? Der vorletzte Mythos, ADHSler nehmen ihre Umwelt nur beschränkt wahr. Was ein Quatsch.
Genau das Gegenteil ist das Problem. Eine der coolsten, aber auch nervigsten ADHS-Skills ist tatsächlich Multitasking. Ich nehme nämlich wahnsinnig viel wahr. Immer. Ich sehe zum Beispiel, dass der Kameramann da hinten Snacks klaut. Du triggerst mich schon seit Anfang an des Drehs mit deinem Kugelschreiber. Und sie kann ich auch für Candy Crush zu spielen. Und wer redet eigentlich gerade vor der Tür, hey? Ich hab eigentlich kein Problem, ihr habt ein Problem mit mir, denn ihr könnt das nicht verstehen, wer hat ADHS? Und genau deswegen ist es so laut in meinem Kopf. Okay, Leute, passt, pack mal's, it's a rap. Wahnsinn, der Film ist fertig geworden. Fabi, hast du nicht irgendwas vergessen? Da steht noch ein Mythos. Oh Mann, bitte kommt noch mal. Läuft. Ton? Und check. Und bitte. Also. Deine Superkraft. Ja. Fabi. Ich weiß. Der letzte Mythos. Hyperfokus. Gleich. Nach nur einem Spot. Yep, den gibt's. Ein Beispiel. Das hier bin ich beim Drehbuchendspurt und genau in diesem Moment knipse ich die Welt aus. Der sogenannte Hyperfokus ist tatsächlich Fabians Superkraft. Das ist ein fast tranceähnlicher Zustand unendlicher Konzentration. So kann Fabian ganze Nächte durcharbeiten und richtig was schaffen. Andere telefonieren und malen derweil auf dem Zettel alles Mögliche auf. Also es gibt immer etwas, das sind zwei Reize gemacht werden müssen, um zu einer Tätigkeit kommen zu können, dann hilft das eben. Erforscht ist der Hyperfokus leider kaum und Fabian erlebt ihn auch nicht oft, weil sein Hirn eine so hohe Konzentration und Überdosismotivation normalerweise nicht gewohnt ist, kostet er das voll aus. Das schüttet Dopamin aus. Fabian kommt voran, er schüttet noch mehr Dopamin aus und so weiter. In seinem Kopf existiert nichts anderes mehr als dieses Drehbuch.